meine Lieben. Ja, heute habe ich ein 10 Summer Hacks Video für euch. Davon gibt es ja schon einige auf YouTube. Aber ich habe mir gedacht, ich schaue mal nach meinen 10 Lieblingshacks und zeige die euch. Und vielleicht ist da auch etwas für euch dabei, was ihr noch nicht kanntet. Und ja, dann starten wir gleich. Laptops heizen sich im Sommer ja super schnell auf. Um dem entgegenzuwirken, habe ich so eine Unterlage mit einem integrierten Ventilator, den man seitlich anschließen kann. Und durch diese Füßchen hat es auch noch eine höhere Stellung und dadurch kühlt der Laptop deutlich runter. Meine Parfums lagere ich bei dieser Sommerhitze immer gerne im Kühlschrank. Das bewahrt einfach den Duft, dass er nicht kippen kann. Und das funktioniert echt super. Parfums soll man ja im Sommer durch die Sonneneinstrahlung nicht unbedingt auf der Haut tragen. Deswegen sprühe ich lieber meine Kleidung damit ein. Da bleibt der Duft auch oftmals viel länger erhalten. Oder benutze zum Beispiel am Handgelenk etwas Hautöl. Dadurch bleibt der Duft auch viel intensiver. Um Getränke im Sommer schneller kühl zu bekommen, braucht ihr einfach nur ein nasses Zewa-Tuch und wickelt es um eure Flasche. Und danach geht ihr das einfach in den Kühlschrank oder am besten noch in das Tiefkühlfach. Und nach einer halben Stunde ist es schon sehr, sehr viel kühler. Also das kann ich euch nur empfehlen und ist für spontane Besuche von Freunden einfach super geeignet. Für zu Hause mache ich mir super gerne mein eigenes Frozen Joghurt Eis. Dafür könnt ihr jeden Joghurt benutzen und einfach ins Tiefkühlfach stellen. Oder ihr macht euch einfach aus Fruchtsaft oder pürierten Früchten euer eigenes leckeres und gesundes Eis. Damit es in den Schuhen nicht so schnell müffelt, kann ich euch diese Balea frische Sohlen nur sehr empfehlen. Die sind einfach super praktisch, weil man sie immer wieder auswechseln kann und habe ich in so fast jedem Ballerina-Schuh bei mir drin. Wer kennt nicht diese unerträglichen Schmerzen bei Ballerinas hinten an der Ferse? Dafür gibt es in der Drogerie diese Gelpads, die man hinten einfach reinkleben kann. Und als kleinen Tipp verstärke ich das auch gerne nochmal mit Sekundenkleber. Und Schuhe dieser Art schmerzen gerne mal vorne zwischen den Zehen. Dafür gibt es auch so ein kleines Gelpad, das es in der Drogerie zu kaufen gibt und das erleichtert euch das Tragen solcher Schuhe sehr. Um euer Handy vor Sand am Strand oder See zu schützen, benutzt ihr einfach eine Plastiktüte, am besten diese mit dem Zipper obendran. Die gibt es auch in kleiner, aber ich hatte jetzt nur diese größeren Tüten. Ihr stülpt einfach das Handy rein und ich sage euch, das funktioniert so gut, man glaubt es kaum, da man den Touchscreen ganz normal verwenden kann, als wäre da gar nichts drüber. Ein praktisches Wertsachenversteck sind solche Taschentücher. Ihr nehmt einfach ein paar Taschentücher heraus und habt so genügend Platz für eine Hotelkarte, Geld oder ähnliches. Und somit sind eure Sachen vor Dieben einfach sicherer geschützt. Diese Carotin-Tabletten fördern die Bräunungsbereitschaft der Haut und die gibt es auch bei DM zu kaufen und kann ich euch nur sehr empfehlen. Und solche Schachteln dienen auch als super Versteck für euer Handy, damit es am Strand nicht gleich gefunden und geklaut wird. Und das ist einfach super praktisch. Ja, das war's nur mit meinen liebsten Sommerhacks. Und falls ihr noch irgendwie einen Hack für mich habt, dann schreibt den unbedingt unten rein. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!